So, hallo zusammen, willkommen zu einem erneuten Stream von mir. Wie ihr vielleicht schon im Startscreen gesehen habt, ein bisschen angepasst. Das Layout hier, mit so ein bisschen winterlich angehaucht. Ich denke mir, das sollte zu der Jahreszeit auch passen, ein bisschen. Ja. Ansonsten, wie ihr vielleicht auch schon gelesen habt im Titel, geht es heute mehr so ein bisschen um die Nebenquests, die noch ein bisschen offen sind. Vor allem im Himmelspalast, in der Umgebung Himmelspalast rum. Von daher habe ich gedacht, ich mache heute mal vielleicht so einen kleinen Spontan-Stream. Allerdings halt, wie gesagt, hauptsächlich bezüglich die Nebenquests. Und daher die Nebenquests, die ich nicht mit Story spiele. Spiele. Also das heißt hier vor mit Vorlesen etc. pp. Habe ich mir gedacht, heute lasst mal so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Musik mitlaufen. Gehe schon mal ins Spiel rein zum Beispiel. Und ja, dann werde ich die Nebenquests so ein bisschen machen. Ihr habt so ein bisschen Musik im Hintergrund. Könnt eventuell ein bisschen zugucken und dann, ja. Wenn vielleicht die eine oder andere Frage auch da ist, könnte sie natürlich auch raushauen, weil wie gesagt, jetzt hier konzentriere ich mich auch nicht noch mehr auf die Main, wie gesagt, das ist jetzt ja nur Nebenquest-Zeug. Das andere Zeug machen wir natürlich wieder mit, wie Stempelbrett und Materialienzeug. Aber das andere halt erstmal nicht. Und deshalb würde ich einfach sagen, starten wir hier. Wie gesagt, ich lasse die Musik ein bisschen im Hintergrund laufen. Werde wahrscheinlich nicht allzu viel heute auch reden. Außer ich sehe irgendwas Interessantes oder irgendwas, was ich unbedingt sagen möchte. Dann werde ich das natürlich trotzdem mit ansprechen, aber das wird heute mal so ein bisschen gemütlicherer, ja, ruhigerer Stream, sage ich jetzt einfach mal. Raushört. Hey, ihr seid hier. Ihr habt meinen Befehl. Man muss über so viele Fragen so wenig antworten. Abgeschlossen.
와주셨군요. 대형 와주셨군요. 인사가 늦었습니다. Das nur geschaffen. Thank you.
Ein neuer Tag, doch alles. Der Auftrag ist abgeschlossen. Die Finsternis sieht zu. Momentan nicht möglich. Mitten im Licht. Ergriff euch der Macht des Dunkeldraken. Schiffe, die sich der Finsternis ergeben, werden sicher sein. Wie ist das möglich? Habt Dank. Was ist das? Lauf davon! Dank. Wie ist das möglich?
Ihr seid in einen anderen Kanal gewechselt. Braucht ihr einen neuen Lehrling? Meine Mutter braucht Geld. Ein neuer Tag. Doch alles bleibt beim Alten. Mein Rücken. Mein Rücken. Ein neuer Tag. Ja, alles bleibt beim Alten. Der Feldherr wird vermisst. Wie viele Waffen haben wir für ihn besorgt? Und jetzt wird uns keiner bezahlen? Solch ein schöner Meer. Wie schön das Leben dort sein muss. Braucht ihr einen neuen Lehrling? Braucht Geld für die Miete. Und umso schneller. Braucht ihr einen neuen Lehrling? Lerne umso schneller. Kanal kann nicht gewechselt werden. So wenig Zeit. So viel zu stehlen. Reißt sie in Stücke. Was ist hier los?
Papa braucht ich esse Geld. Nicht. Ein neuer Tag. Doch alles bleibt beim Alten. Ein neuer Tag. Doch alles bleibt beim Alten. Fuck!
Also hier vielleicht eine kleine Anmerkung, weil man das gerade gesehen hat hier, der 5. Und weil heute ja Mittwoch ist, das heißt, Blade and Soul hat heute ein Patch bekommen, ja, von 1 oder von, ja, ich glaube von 1 bis 6 jetzt. Oder bis 7 sogar ging die Dauer. Ja, und man sieht hier nach diesem Patch, funktioniert der Markt gerade noch nicht. Also das kann durchaus auch mal öfters passieren, also dann nicht wundern, wenn man sich an dem Tag einloggt. Und der Markt oder so funktioniert noch nicht richtig. Das ist ja mehr oder weniger normal. Also von daher nicht wundern. Hier nochmal ein bisschen was dazu, ja,
kriege hier diesen Windwald da, oder wie auch immer das ist. Ne? Reichhaltiges Weiter, so rum. Hier kann man so ein bisschen AFK-Farmen gehen, wenn man möchte. Also, hat man ja gesehen, hier mit diesem Button macht man eine automatische Jagd. Und das heißt, der greift dann automatisch halt die NPCs an und macht auch die Kombos automatisch etc. Also man muss selber gar nichts machen. Und er sucht sich halt, wenn das fertig ist, auch automatisch den seinen nächsten Gegner sozusagen aus. Und greift ihn dann hier automatisch an, gibt auch das Buch automatisch auf. So, das wird alles hier automatisch gemacht. Und das, wenn man halt mal eine Zeit lang weg geht oder so, könnte man hier zum Beispiel AK ein bisschen farmen gehen, wenn man das dann möchte. Genauso geht das auch beim Fischen. AFK Fischen geht auch. Und es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei andere Gebiete, wo auch AFK Farming geht. Je nachdem, wo man es halt machen möchte oder nicht. Empfehle ich natürlich erst nur mit einem abnehmenden gewissen Level. Also bei uns, in unserem Level im Moment, geht es gerade noch. Und es kommt natürlich auch auf den Spot gerade drauf an, wo ihr unterwegs seid. Wenn hier zu viele NPCs außenrum sind und dann auf einmal 2-3 oder so auf euch losgehen, kann das natürlich dann auch mal nach hinten losgehen. Und ihr geht halt drauf. Vielleicht sieht man das jetzt auch mal irgendwann. Ne? Weil ich hab das nämlich auch schon mal gemacht, war eine gewisse Zeit lang weg. Am Anfang hat das einwandfrei alles funktioniert und irgendwann war ich tot. Und es war einfach, weil durch Respawns einfach die Gegner wieder, die NPCs wieder respawn sind und dann halt sich drei Stück dann auf einmal mit reagiert hatten und jetzt nicht halt wie jetzt nur einer. Und das konnte dann halt mein Level war halt dann hoch genug dafür oder meine Power dazu. Deshalb bin ich dann draufgegangen. Ja, wie gesagt, hier kann man das so ein bisschen machen, wenn man denn möchte. Da wir jetzt so ein bisschen Zeit hatten, weil wir eben diesen 2 Minuten Cooldown haben für Stimmwandel, wollte ich euch das mal nicht verheimlichen und euch das auch mal zeigen, dass das funktioniert oder möglich ist. Von daher, wie so eine Nebenquest noch war, von daher, why not? Ansonsten werde ich das aber dann jetzt dann auch bald wieder abbrechen und dann weiter noch die anderen Nebenquests, so lange halt welche versucht, was sie noch machen. Ja. So, das war es jetzt erstmal hier für dieses Area oder für dieses Gebiet. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen manuell noch gemacht. Wie man hier sieht, wurde auch da die vereinfachte Kampfsteuerung aktiviert. Und das geht natürlich auch. Das heißt, man hält hier nur die rechte Maustaste. Und wenn die halt aktiviert ist, sieht man auch, was er dafür für Kombos macht, mehr oder weniger.
automatisch. Aber hier diese 2, 3, C, X und so weiter, das muss man selber trotzdem noch machen. Aber zumindest das andere, also links, rechts, Maustaste und so weiter, das macht er von sich aus dann. Aber ich spiele eigentlich nie auf der einfachen. Ich spiele eigentlich normal immer manuell. Und persönlich natürlich auch ohne Makro etc. Weil ich persönlich sage mir immer, ansonsten macht das ja keinen Spaß mehr, wenn ich das alles manuell machen lasse. Automatisch machen lasse, macht das mir ja keinen Spaß mehr. Ich will das ja selber können oder selber hinkriegen und nicht machen lassen im Computer. Dann brauche ich es auch nicht zu spielen. Aber das ist nur meine Meinung. Andere machen das vielleicht trotzdem. Wer weiß. Aber für mich ist es eben, wie gesagt, nichts. Deshalb will ich das auch immer manuell. Jetzt gehen wir mal weiter hier hin. Und machen die Nebenquests weiter. Lasst mich bitte erklären. So, hier noch eine kleine Anmerkung wieder mal. Wir gehen jetzt gerade mal hier nach Fischbach. Nee, nicht nach Fischbach. Wie hieß das? Die Mondwasserebene. Und hier, da ist die Quest fürs Angeln sozusagen. Da wird einem so ein bisschen beigebracht, wie das überhaupt funktioniert mit dem Angeln.
Die Anglerwacht, Quartier des Fischmeisters im Saphirbecken. Hier ist Schwestern fürs Angeln. Angebissen heißt die auf Deutsch. Und okay, hier kann man sogar noch was abgeben. Ja, und hier startet man dann sozusagen. Gut. Hilfe, ich hänge. Oder auch nicht. Hallo? Ja, wie gesagt, da wird so ein bisschen erstmal gezeigt, ja, wie man überhaupt angelt und bekommt auch so ein paar Köder gleich mal für den Anfang. Die Quest kenne ich noch gar nicht. Mal gucken, ich hoffe jetzt nicht, dass wir gleich wieder weggebracht werden, wenn ich das jetzt mache. Nee, hier rüber. Oh, geht sogar. Ist ausnahmsweise mal nicht gesperrt. Ja, wie gesagt, jetzt machen wir erstmal so kurz die Fisch- oder Angelquest durch und dann, wie gesagt, machen wir mit den anderen normalen Sachen weiter. Noch mal ein bisschen was hier zu dieser Angler-Quest. Jetzt wird da noch mal so ein bisschen rumgeschickt. Also das ist wie gesagt ein Angelpunkt, wo man angeln könnte. Sieht man hier auch an diesem Fisch, oder hat man diesen Fisch hier gesehen, Fischgründe. Den gibt es mittlerweile sogar auch in der Vitrianenküste. Hier im Dorf Jadestein gibt es mittlerweile auch sogar einen Fischplatz. Oder einen Fischerplatz, wo man halt fischen könnte. Aber jetzt wird man halt erstmal weiter geschickt. Ich glaube nach Grunwang war das, ne? Ja, und hier hinten. Hier sind nämlich, haben wir ja schon mal so ein Fischgebiet gesehen, da sind wir ja schon mal auch bestmäßig vorbeigerannt. Und da ist jetzt, geht eigentlich die nächste, der nächste Teil der Quest hin. Und da bekommt man auch nochmal ein paar andere Köder noch zusätzlich für die Fische. Und nicht nur diese 0815 Standard-Dinger. Aber ja. Und es gibt da halt noch ein paar mehr als einmal. Vitrianküste müsste ein Angelplatz mittlerweile sein. Jetzt wie gesagt hier in dem Saphirbecken, in der Mondwasserebene. Dann hier in Gunwon und dann in der Mondsteinebene müsste glaube ich auch noch ein sein. Können wir nochmal kurz gucken. Also hier ist auf jeden Fall einer. Seolak ist wie gesagt einer hier in der Mondsteinzuflucht, müsste, da war zumindest hier oben mal einer, ich weiß gar nicht, ob der noch existiert oder ob sie den vielleicht mittlerweile auch schon rausgenommen haben, das weiß ich gerade gar nicht, aber da war zumindest immer mal einer früher. Ja, und ich glaube, das war es auch schon. Beim Himmelspalast gibt es, soweit ich weiß, keinen. Ja, und das müssten sie größtenteils eigentlich dann schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn ich einfach mal gucken und nach diesem Fischsymbol Ausschau halten. Entweder muss man halt ein bisschen weiter reinzoomen in die Karte, damit man die halt überhaupt sieht. Also diese Fischsymbole. Aber ansonsten, ja. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal wieder weiter mit hier Angelquests und wenn die fällt, ist weiter mit den normalen Quests. Oder nur also mal so zwischendrin. Immer eine kleine Info. Thank you.
Daru. Sicherheit, Kapitän Jin. Gefällt euch etwas? Ja, gefällt nun. Was? Wer ist von meinem Bett? Ich geb doch. Sobald ich etwas Geld habe, werden Kiga und ich heiraten. Lasst eure Sachen hier. Ich passe drauf auf. Gut, bis bald. Wie man vielleicht hier gerade merkt, so ein bisschen auch jetzt mein Windwandelzeug ist natürlich ein bisschen doof mit dem Cooldown, mit dem 3-Minuten-Cooldown. Das heißt, wenn man halt immer so solche vereinzelten Nebenquests hat, wandelt man hin, erledigt die halt schnell. Vor allem, wenn man jetzt nicht die Geschichte dazu noch liest, etc. Und ja. Und da ist man halt zu schnell fertig und dann muss man halt immer ein paar Sekündchen oder je nachdem halt auch mal 1-2 Minuten warten, bis man halt dann eben wieder windwandeln darf. Ja, ist halt so und ist halt ein bisschen doof, aber was soll man machen? Thank you.
Ich brauche Hilfe. Geht bitte hinein. Ah, diese Katzen führen sich auf, als ob ihnen alles gehören würde. Kümmert euch gefälligst um eure eigenen Angelegenheiten. Durchsucht seine Taschen. Er hat euer verschwundenes Trinkgeld. Was? Los, leert eure Taschen. Der Kunde ist König. Halt! Ich hasse diese Arbeit. Danke, Kumpel. Sucht es euch aus. Wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Das Reich kann sich auf etwas gefasst machen. Jetzt habe ich es gerade mal mit der Maus nur gezeigt, weil ich stumm war. aber hier diese Nebenquest, die würde ich einfach machen, wenn man hier eh die Orangene-Quest macht, weil man kommt hier automatisch dann zu dem hin. Und dann kann man die Nebenquests auch gleich annehmen. Also von daher würde ich das jetzt nicht auf Anhieb machen, sondern einfach hier die Orangene machen und dann kommt man eh dahin und dann passen die zwei zusammen. Also die mache ich jetzt nicht, auf Deutsch gesagt. Aber ich suche hier gerade mal, oder ich gucke hier gerade nochmal jetzt durch, ob wir noch irgendwas vergessen haben irgendwo. Oder ob hier noch irgendwo eine versteckt ist. Wie gesagt, diese Medaillen an 8, das sind ja Dailies, die kann man jeden Tag machen. Die interessieren uns in dem Fall nicht. Gucken jetzt bloß nach einer normalen, noch einer normalen Nebenquest. Hier noch irgendwo eine haben, die wir übersehen haben, zufällig. Okay, hier kommen wir erst noch hin. Das ist auch über. Hier sieht man es, wenn man hier drauf geht. Der Windwandelpunkt wird als 3 gespalten, wenn wir hier versteckte Nachtschatten Kapitel 1 gemacht haben. Und erst dann dürfen wir dahin windwandeln, sozusagen. Und dann können wir hier erst diese Nebenquest machen. Ansonsten gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was haben. Ich glaube, hier ist theoretisch oder wäre, wird noch eine angezeigt, aber die interessiert uns nicht. Das ist eigentlich bloß der Fährmann für den Hafen der Nachtschatten und so weiter. Die kann man nicht wirklich ablesen. Von daher eher für uns jetzt im Moment uninteressant. Was wir machen könnten, weil wir den noch nicht haben. Wir nehmen einfach hier diesen Windwandelpunkt noch ein, weil wir dahinter eigentlich noch gar nicht gekommen sind. Aber dass wir den überhaupt freigeschaltet haben, also normal muss man dahinter auch nicht. So schlimm ist es jetzt nicht, dass der nicht freigeschalten ist, aber wenn wir gerade eh bei Nebenquests sind und so Nebensachen machen, können wir das eigentlich mal mitmachen. Und dann haben wir den Windwandelpunkt wenigstens auch mitgenommen.
So, vielleicht jetzt auch für den einen oder anderen, der das sieht, und sich jetzt denkt, ja, wieso macht er denn diese Dinger hier nicht? Wie man sieht hier hinten dran an diesen Zeichen, sind das Dungeon Quests, also Dungeon Nebenquests. Das heißt, wenn du da in dem Dungeon entsprechend drin bist, kannst du hier halt nochmal so Nebenquests erfüllen. Und das sind solche, das heißt, die machen wir jetzt auch nicht. Nur, weil sie euch da wundert, dass ich die jetzt nicht mache. Okay, das ist jetzt zum Beispiel im Turm des Mushin, 7. Stock, da müssten wir den Turm laufen. Ob ich das heute noch mache, weiß ich noch nicht. Mal gucken, hier müsste man zum schlafenden Drachen, das ist Kolgrak. Das ist eigentlich eher auch ein Raid mit mehreren Leuten oder ein Dungeon mit mehreren Leuten. Ob ich den mache, weiß ich auch nicht. Also ich meine, könnte zwar hinwandeln, aber das geht auch nur zu einer gewissen Uhrzeit. Kann man ja hier mal draufklucken. Draufklucken, ja. Draufklicken und dann sieht man das eigentlich. Hier sieht man dann zum Beispiel, wann hier was ist. Wird dann meistens angezeigt hier, wann die Sachen aufleuchten. Oder es ist wahrscheinlich auch hier unten dann bei euch in der Leiste. Dann ploppt hier nochmal so ein Ding auf und wenn ihr da drauf guckt, könnt ihr dann zu Kolgrak Wind wandeln. Und da könnt ihr die Quest dann theoretisch auch abgeben. Was ich jetzt noch mache, wäre das hier. Die himmlische Gelegenheit mache ich auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, eventuell mache ich vielleicht zumindest mal den Turm, eventuell, dass man den Turm vielleicht mal ein bisschen, dass ich den vielleicht noch ein bisschen zeige. Zumindest mal bis zur Stufe 7 oder so. Und oder Savannas Eifer. Das war eben das, was man früher immer mal auch als Daily bekommen hatte. Die kann ich vielleicht auch mal zeigen. Und hier bei den Briefen haben wir hier nochmal 8 bekommen. Das war die, wo wir in diesem reichhaltigen Waldtal waren, mit diesem Automatikzeug. Und hier kann man halt nochmal die Dailies hier annehmen. Und dann bekommt man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Belohnung, als wenn man jetzt ohne spielt. Aber das sind wie gesagt Dailies und deshalb machen wir die jetzt auch nicht. Nur nochmal so als Info. So, also wir machen jetzt mal hier dieses himmlische Heiligtum auf jeden Fall als erstes mal noch durch. Damit ihr das auch mal kurz gesehen habt und ja. Ansonsten entweder nochmal Turm des Mushins ein bisschen oder Zafnas Eifer. Mal gucken, je nachdem. Thank you.
Ja, also hier nicht wundern, nachdem man das erste Mal das gemacht hat, diese Quest, kommt man auch nochmal eine, ja, ich sag mal, Folgequest dazu. Und das ist eigentlich mehr oder weniger fast nochmal das gleiche, bloß dass ihr beim ersten Mal eigentlich keine anderen trefft. Aber hier beim zweiten Mal, wenn ihr nochmal jetzt hinwandelt, kann sein, dass ihr dann auch andere Spieler trefft, die euch dann helfen können oder mitmachen können. Also da nicht verwundern lassen, dass da jetzt nochmal eine auftaucht. Und das, ich weiß gar nicht, wie oft man die machen kann, ob das auch, ob man die so oft machen kann, wie man will, weiß ich gerade gar nicht. Müsste man jetzt mal gucken eigentlich, aber ich würde sagen, ich zeige euch lieber nochmal was anderes, weil ihr habt ja jetzt gesehen, wie sie mehr oder weniger funktioniert. So funktioniert die jetzt, die Folgequest mehr oder weniger genauso, steht auch da. Üblichen Aufgaben im Ackerbau, das haben wir am Anfang gemacht, dann Schweine fangen und grillen und so weiter haben wir auch gemacht. Und das mit dem Fischen haben wir ja auch gemacht, also habt ihr gesehen, wie das mehr oder weniger funktioniert und so schwer ist es jetzt auch nicht. Von daher muss ich das jetzt nicht nochmal zeigen. Was wir eventuell noch machen könnten, wäre die Windwandel-Quest. Das könnten wir natürlich noch machen und wie gesagt, entweder nochmal ein Turm des Mushin die Stufe 7 oder Zafnas Eifer könnte man auch machen, dauern halt allerdings alle ein bisschen. Und ich merke auf jeden Fall, dass meine momentane Grafikkarte mit meinem neuen Bildschirm ein bisschen überfordert ist. Ich glaube, das nächste Mal darf ich nur noch einen davon verwenden, weil ansonsten ist das doch ein bisschen, ja, alles ruckelig und die Aufnahme wird nicht so wirklich schön. Ist nicht flüssig, immer so abgehackt. Von daher muss ich wohl das nächste Mal doch auf einen Monitor zurückgreifen und muss mal gucken, ob ich doch mal irgendwann mal an eine Grafikkarte rankomme zu einem vernünftigen Preis. So, also wie gesagt, am besten, wir brauchen hier ein Kirinhorn, wenn ihr jetzt nicht gerade bei den Berufen hier zufällig hier Wärter der Seele gelevelt habt oder und ihr dieses Kirinhorn herstellen könnt mit Mwell Mats oder sowas, und dann würde ich euch raten, einfach in den Markt zu gehen, wenn er denn jetzt funktioniert. Ah, okay, können wir also noch gar nicht machen, weil der Markt noch nicht funktioniert. Geht ansonsten auf den Markt, wenn er denn geht, und kauft euch da das Kirinhorn einfach, auch wenn es jetzt 50 Gold kostet. Zumindest hat es das ja letztens, kauft ihr das und dann könnt ihr hier zu den alten Tour in Wüsterwindwald suchen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar dann angezeigt wird, aber ich nehme es mal stark an.
Ja, und dann könnt ihr da sozusagen wieder ein bisschen Windmantel-Power rausholen. War das nicht? Genau, also düster Windband ist hier in Seolak, wie man hier sieht. Und wenn ihr ihn da sucht, müsste das, ich glaube hier beim Speer Wachposten müsste das dann sein. Also ihr müsstet dann hier hingehen und am besten wandelt ihr dann entweder dahin, die Befestigten oder hier hoch, wobei wahrscheinlich die Befestigte noch ein bisschen näher ist. Und dann wandelt ihr dahin, müsst halt hier zum Speer Wachposten und er sitzt dann irgendwo oben auf so einem Baum, in so einem Baumhaus. Und da müsst ihr halt mit eurer Windwandelfertigkeit hochwindwandeln. Könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen knifflig oder tricky sein, aber das schafft ihr dann schon. Wenn es dann mal soweit ist, zeige ich euch das auch oder ich mache das dann auch noch. Also von daher, das kommt bei mir auch dann noch mit rein. Okay, wir nehmen erstmal die Anmeldebelohnung mit. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal. Andern, ja, aber auch noch. Da haben wir aber gerade nichts. L brauchen wir nicht, oder wollen wir gerade nicht. Das Heiligtum haben wir gerade auch nichts. Himmelsbahn, das ist das mit dem, wo wir gerade waren. Mit dem Ackerzeug und so weiter, das ist das. Das ist das Gebiet, das ist die Himmelsfarm. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Turm des Mushin und machen hier mal so Turm des Mushin so ein bisschen und zeige euch das mal. Ich denke mal, wenn wir das dann Level 7 abgeschlossen haben, dann denke ich mal, wird es das für heute, für diesen Stream dann auch gewesen sein. Wie gesagt, soll jetzt auch nicht zu lang werden, das Ganze. Und sind ja jetzt, wie gesagt, eh nur die Nebenquests und beim nächsten Mal versuche ich dann, oder hatte ich vor, diese Orangen-Quests anzugehen und da gehe ich dann wieder auch ein bisschen mehr auf die Quests ein und lasse die auch mal ein bisschen wieder erzählen und so weiter. Aber hier bei den Nebenquests, finde ich, macht es keinen Sinn. Auch wenn da vielleicht bei den einen oder anderen ein bisschen bessere dabei sind. Erinnert ihr euch auch? Also, ging erstmal hier. Das sind jetzt zwei Dailies, aber die nehme ich jetzt mal an, wenn wir hier den Turm ein bisschen rennen. Hier vielleicht auch noch, und hier gibt es ein bisschen Trainingspuppen, ein paar, kann man auch so ein bisschen mal seine Kompos vielleicht ein bisschen üben, wenn man denn möchte. Dazu muss man jetzt nicht extra hier rein, man hat es ja auch gesehen, es gibt es ja auch im Vorhof mehr oder weniger, gibt es ja auch mal den einen oder anderen. Aber da kann halt sein, dass vielleicht gerade jemand anders halt dran ist und übt, und wenn man das in Ruhe machen möchte, könnte man das zum Beispiel auch hier drin machen. Nur so noch als kleiner Tipp-Hinweis. Aber jetzt machen wir erstmal den Turm ein bisschen, bis zumindest, bis zum 7. Stock halt. Und noch zur Info, er geht normal noch weiter. Also, nicht wundern, wir machen es halt jetzt im Moment nur bis zum 7. Stock.
So, das war jetzt auch der erste Stock. Also, welche man da auswählt, man hat ja gesehen, da, man konnte hier links und rechts hier diese Flaggen auswählen. Da drauf sind ja auch so ein paar Muster abgebildet. Und da steht halt für ein Jar, also für eine Klasse. Welche man da jetzt auswählt, ist zumindest auf dem Level, wo wir dann sind oder im Moment sind, eigentlich relativ egal. Die solltet ihr, denke ich, mal platt kriegen. Also, von daher. Könnt ihr da, deshalb habe ich hab einfach mal die zwei ersten von links genommen. Ich habe da jetzt keinen speziellen ausgesucht gehabt. Also von daher, da könnt ihr dann nehmen, was ihr wollt oder was ihr möchtet oder wie auch immer. So, hier haben wir die erste Ding da platt gemacht und jetzt kommen, ich glaube, nochmal zwei weitere, die wir nochmal killen müssen und dann geht es erst weiter in die nächste Ebene. Aber immerhin sind wir schon auf dem dritten Ding, also und so schwer, wie man sieht, ist es jetzt auch nicht. Die interessanten Gegner kommen dann immer eigentlich erst später in den höheren Ebenen, da wird es ein bisschen interessanter, das Ganze. Hier ist es eigentlich noch relativ easy, einfach nur draufhauen und fertig. Hier noch eine kleine Anmerkung, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt machen muss, aber ich glaube schon, weil sonst, glaube ich, wacht der komische Typ da nicht auf. Ihr müsst hier bei diesem Chungzil so eine Lebenskraftkapsel kaufen, gibt sie einfach irgendjemanden, also ich nehme einfach immer hier diese Nachtschattenherrin eigentlich, dann erwacht sozusagen hier dieser NPC und dann können wir den klopfen in Ruhe. Nur so als kleiner Hinweis wieder, also da erst so eine Hong-Kapsel von dem Typen holen, die irgendeinen von den anderen geben und dann könnt ihr den Boss schnetzeln. Und dabei haben wir jetzt, wie man auch sieht, hier
da wir vorhin eine von den Quests angenommen haben oder ein paar von den Quests, haben wir hier sogar jetzt eine abgeschlossen und bekommen auch so ein bisschen extra Goodies. Also von daher, deshalb nehme ich diese Quests dann auch teilweise an. Einfach, weil man hier dann auch nochmal ein bisschen extra Zeug kriegt, wenn man es eh schon läuft. So, hier vielleicht interessant, hier sollte man erst zu diesem Hungsel gehen und Essenz des Lebens kaufen. Und damit dreht ihr hier mal das Rad. Und dann bekommt ihr halt irgendeinen Boss dann, je nachdem was da halt rauskommt. Entweder hier diese Spinne, der Affe, Okong, ich weiß gar nicht, was das andere zwei neu ist. Wie die heißen, weiß ich gerade nicht. Wenn euch das nicht passt, könntet ihr das theoretisch auch hier zurücksetzen und dann nochmal neu drehen, aber... ich denke mir, ihr werdet da schon mit zurechtkommen, egal was da für ein Viech auftaucht. Also wie gesagt, das war jetzt mal bis zum 7. Stock, wie man gesehen hat, wenn man dann hier mit Lockdown labert oder weiter labert, geht es hier theoretisch auch erstmal weiter, danach kommt man, ja komm, wir machen das einfach nochmal, zeige ich euch das zumindest auch noch, weil jetzt kommt er eigentlich zu Mushin, beziehungsweise dürft ihr gegen die drei Mushin-Dinger kämpfen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Gegenstand kann nicht verwendet werden. So, wie ihr gesehen habt, das war jetzt sozusagen der achte Stock, wo ihr gegen, ja, einmal Mushin kämpfen musstet. Ja, und jetzt hier wird es theoretisch weitergehen zu den nächsten Ebenen. Weil es geht ja, glaube ich, bis Stufe, lasst mich gerade überlegen, 14 oder 15, glaube ich, bin gerade gar nicht sicher. Ne, es geht sogar noch weiter. Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ah, schon ewig nicht mehr gemacht. So, jetzt können wir hier das auch noch abschließen. Ihr habt es weit gebracht, Jiansei. Über die Meere, die Kontinente. Hier könnte man jetzt weitermachen, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ist dann weiter nach oben, dann könnte man weitermachen. Aber wie gesagt, das wollte ich euch heute nicht wirklich zeigen, wie man den kompletten Turm läuft. Ich wollte ja eigentlich nur bis Stufe 7 machen, weil wir dazu die Quest hatten. Mal gucken, wir können zumindest die Quest da drüben noch abgeben. Hier ein tolles Ding bekommen, mit dem wir auch direkt zum fünften Stock vom Turm des Mushin gehen könnten und müssen nicht wieder von 1 anfangen. Ja. Wie interessant das ist, muss jeder selber entscheiden. Ich fange meistens von 1 an und mache trotzdem alle durch. Und hier sieht man es auch, also ich kann mal entweder wieder vom ersten Stock anfangen oder durch unsere Giftrolle, die wir jetzt bekommen haben, könnten wir jetzt auch direkt bei 5 anfangen. So, ich würde sagen, hat man das soweit, oder? Hat man das jetzt alles soweit? Da hat man schon den ersten Teil erledigt. Den schlafenden Drachen haben wir gesagt, macht man nicht. Zumindest heute nicht. Hätten wir noch Zavnas Eifer, den wir eventuell nochmal angehen könnten. Und jenseits des Windwandeln können wir gerade nicht machen, weil der Markt noch nicht funzt. Um uns ein Kirinhorn kaufen zu können, und da wir keinen Wärter der Seele als Beruf haben, können wir uns auch keins herstellen. Von daher können wir das natürlich auch nicht machen. Aber ich kann euch nochmal so ein bisschen vielleicht doch... Na komm, wir gehen mal zum Mondschein zu und dann zeige ich euch nochmal das Zavnas Eifer. Und wie man die vielleicht am besten noch macht, weil da gibt es auch so einen, ja, ich nenne es mal einen kleinen Trick, wo man vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann, wenn man den möchte, wenn das noch funktioniert, so wie früher.
Muss ich jetzt selber erstmal gucken, ob das so funktioniert. Aber dann zeige ich euch das nämlich auch. Und dann, falls ihr die dann mal machen wollt oder könnt, dann wisst ihr das wenigstens auch. Oh, hier sind wieder ein paar unterwegs auf jeden Fall. Es stehen zumindest ein paar mehr rum als das letzte Mal. Weil hier ist die Quest. Die kann man natürlich auch über J annehmen. Ein Mond-Nachtstraum. Oder geht das mittlerweile? Nee, können wir doch da annehmen. Achso, ja, sonst hatten wir das ja über die Dailies gemacht, stimmt. Aber die ist ja keine Daily mehr, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ne? Nee. Gut, dann machen wir nämlich hier die mal an. Weil die zusammen mit dem Zafnas Eifer ist nämlich eigentlich das, was man machen sollte. Zafnas Eifer haben wir ja schon angenommen. Weil man bekommt hier ja einmal diese vier Sternlichtpulver, wenn man die Daily hier abgeschlossen hat. Und beim Zafnas Eifer, wenn man einmal 20 Stück von den, ja, der Tun im Schimmer den Dickicht gibt, geklopft hat, bekommt man hier eine Truhe. Und eigentlich möchte man das so haben, dass man hier vier Truhen hat. Und die eben. Das heißt, die Zafnas Eifer kannst du auch so oft hintereinander machen, wie man möchte, wenn sie das nicht geändert haben. Und das heißt, dann machst du das so lange, bis du halt auch viel von den Drohnen hast. Und dann kannst du hier zu diesem Gemischtwarenhändler gehen. Und hier siehst du, dann holst du dir so eine Sternenlichtdrohne mit eben einem Ding und einer Drohne. Und vier bekommst du ja eigentlich. Das heißt, deshalb musst du auch viermal, damit wir halt hier beides viermal haben. Und dann können wir hier vier Sternenlichtdrohnen rausholen. Dann bekommt man halt ein bisschen mehr Mondsteinknospen. Mit ein bisschen Glück bekommt man auch ein paar Goldklumpen und halt hervorragende Hongmoon-Erfahrungstalismane. Ja, und mit den Mondsteinknospen kann man halt auch noch zusätzlich andere Sachen hier drin kaufen, wenn man dann möchte oder es überhaupt braucht. Da haben wir ja doch relativ viel mittlerweile schon braucht. Also wir sind gerade Hongmoon 13 noch. Das heißt, für uns wäre vielleicht sogar hier dieser Erfahrungstalisman mit den 1 Millionen nicht schlecht. Dann könnte man jetzt hier schnell auf Level 14 hochleveln. Oder was heißt schnell? Man könnte auf jeden Fall mit dem dann hier hochleveln auf Level oder Hongmoon 14. Ohne da jetzt großartig irgendwelche Quests machen zu müssen. Bloß hier halt rumrennen. Ich mache halt meistens hier immer Solo-Kämpfe. Also man kann hier normalerweise, früher wurden hier mal Gruppen gesucht und dann wieder hier bei den Spinnen war immer relativ viel los. In der Gruppe war es ich, gehe meistens immer alleine hier in die Mondsteinküste und glaube da eigentlich immer die Leute. Da zeige ich euch das auch mal so, wie ich das immer sonst gemacht hatte oder gemacht habe. Das eigentlich zurücksetzen. Ich kann irgendwas zurücksetzen. Okay, das letzte Training könnte ich zurücksetzen. Dann windwandle ich hier nämlich in diesen Windwandelpunkt, dann komme ich zur Mondsteinküste rüber. Können wir auch gleich mal gucken, ob hier wirklich noch der Fischding ist, der Fischgrund. Der müsste nämlich dann hier vorne eigentlich sein. Eigentlich müsste er hier vorne sein, aber ich glaube, den haben sie weggemacht, kann das sein? Wir rennen mal kurz vor und gucken. Das würde mich jetzt auch immer sehen, ob der jetzt noch da ist oder ob sie den wirklich weg haben. Da vorne sieht noch nach einem Steg aus. Der Steg ist anscheinend noch da. Also hier kann man auch jetzt unendlich Wind wandeln, also da muss man auch keine Angst haben. Jupp, also ich denke mal, so wie es aussieht, hier kann man auch noch angeln. Auch wenn hier jetzt dieses Fischsymbol, das Fischersymbol fehlt. Aber hier sollte man eigentlich auch angeln können. Noch. Bloß komischerweise haben sie hier das Zeichen nicht mehr da. Wieso auch immer. Also normalerweise farm ich, wenn ich hier bin, nicht hier, wo ich gerade bin. Das war jetzt einfach nur zum Gucken, ob dieser Anglerplatz noch da ist. Ich gehe normalerweise hier vor. Und wieder hier hinten drin. Da ist meistens eine gute Chance, dass da noch keiner farmt. Oder dann halt hier vorne dran. Und dann renne ich einfach in meinem Kreis rum. Und klopf halt hier diese NPCs.
Nicht sehr interessant, ist jetzt auch wahrscheinlich für euch nicht wirklich spannend, wenn man lange hier nacheinander die Typen klopfe. Und melde mich wieder, falls irgendwas Interessantes passiert, beziehungsweise was dann so der Knackpunkt ist an der Geschichte hier. Erstmal müssen wir hier ein bisschen die NPCs auf jeden Fall klopfen. Natürlich hier diese Loot-Dinger natürlich auch sammeln, ne? Weil die natürlich hier für eure Daily-Quests sind, also hier für das Ding hier. Um euer, nicht für das Ding, sondern für die Daily. Das ist ja das andere. Für den hier. Und wir haben ja hier 6 von 30. Jetzt haben wir 7. Davon brauchen wir also 30 Stück und so lange müsst ihr die halt auch klopfen dann, bis ihr davon eben 30 Stück habt. Das einzigste Interessante ist jetzt erst, wenn wir noch 2 gekillt haben. So, jetzt noch einen. So, jetzt seht ihr nämlich, dass wir hier das Savnas Eifer, hier die andere Nebenquest, abgeschlossen haben. Das zum ersten Mal, das heißt, wir bekommen jetzt einen Ruhe. Wir wollen aber 4 haben. Das heißt, wir gehen jetzt auf J, gehen hier auf Brief lesen und hier ganz unten ist Savnas Eifer wieder. Und dann nehmen wir die nämlich wieder an und machen das weiter. Und immer wenn halt diese Quest fertig ist, nehmt ihr die halt wieder an, bis ihr eben 4 von diesen Ruhen habt. Oder hier von diesem Köfferchen oder was auch immer. Und ihr halt auch die Mund, die Daily halt sozusagen fertig habt. Damit ihr da halt ein bisschen mehr rausbekommt, als wenn ihr jetzt nur gleich wieder aufhören würdet. Beziehungsweise nur diese Daily macht oder nur die andere Nebenquest. Dauert halt zwar ein paar Minütchen, aber. Ich denke mal, so bekommt man noch mit am meisten raus an dem Ganzen und das weiß vielleicht auch nicht jeder. Und mit unserem Level mittlerweile geht das ja auch relativ flott. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier noch ewig auf den NPCs hier rumklopfen müsste. Da geht ja auch noch relativ flott. Bloß halt ein bisschen langweilig.
So, jetzt sind wir in dem Fall mit der Mondnachtsraum mit dieser Daily früher fertig als mit dem anderen. Das ist aber erstmal egal. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere vier Sternlichtpulver bekommen, aber wir haben immer nur noch diese drei Mondsteindruhen. Das heißt, wir machen es jetzt noch so lange, bis wir hier nochmal 20 von denen gekillt haben insgesamt. Im Moment sind wir bei, keine Ahnung. Das war jetzt der 9. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 11 davon erledigen. Und dann kriegen wir unsere 4. Truhe und dann können wir wieder vorgehen und können das Zeug dann einlösen. Und so, denke ich mal, hat man noch am meisten von dieser Quest. Und man kann das natürlich auch wunderbar solo machen, falls man mal doch keine Gruppe findet oder Gruppe hat oder wie auch immer. Geht das natürlich auch in dem Level, also wenn ihr direkt aus der Main rauskommt, natürlich super easy, vor allem auch jetzt mit dem neuen Lecky-Zeug, was man da so bekommt. Von daher muss man keine Angst mehr haben, hier reinzugehen. Weil da passiert eigentlich relativ wenig, wenn man nicht gerade AFK hier rumsteht. Oh, wie viel brauchen wir denn noch? Noch 2 Stück. Ja, das haben wir gleich. Dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt haben wir das Zarten-Eifers wieder mal abgeschlossen. Jetzt zum 4. Mal sozusagen. So, und jetzt haben wir nämlich hier diese 4 Kuhn und diese 4 im Sternenlichtpulver. Und damit können wir jetzt wieder vor hier wandeln zu diesem Händler und können da dann diese 4 Sachen einlösen und bekommen dann eben hier bessere Drohnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Mit ein bisschen mehr Wohnstein, Blumen und so weiter raus. Und wenn wir Glück haben, kriegt man sogar ein bisschen Gold. Ist ja nur zu einem gewissen Prozentsatz, beziehungsweise überhaupt, oder Pech haben wir natürlich 0% Chance hier. Die finden erstmal wieder aus, die Kollegen. Wir nehmen die Anmeldebelohnung nochmal kurz an. Und wie gesagt, hier einfach so dieser Shin Ibon oder wie sie heißt. Und wie gesagt, jetzt da wir jetzt 4 von beiden haben, können wir hier natürlich auch 4 Stück nehmen. Zack. Haben wir jetzt eingetauscht. Und die machen wir natürlich einfach mal auf. Ah, und wir haben jetzt zumindest immerhin mal einen Goldklumpen bekommen. Und der ist halt 5 Gold wert. Ist ja jetzt auch mal nicht schlecht, ne? Und hier haben wir 36 Mondsteinknospen noch rausbekommen. Ja, und das Gold können wir eigentlich gleich wieder verticken. Brauchen wir 5 Gold dafür. Und wie gesagt, wenn man halt hier auch schon ein bisschen mehr gefarmt hat, jetzt, wir haben ja nur 35 Stück. Wie bräuchte man eigentlich für so ein... Ah, das reicht sogar schon mal für so einen Talisman, das heißt, den könnten wir sogar schon leisten. Die kriegt man schon mit 30 Mondsteinknospen. Und da wir noch Hongmoon 13 sind und nicht schon Hongmoon 14, oder wie lang geht er? Oh, geht sogar bis Hongmoon 14. Da kann man hier so ein bisschen auch seine EP und seine Stufe ein bisschen leveln. Also die Drohnen hier, also die Zaffner Eifer, die Nebenquest, die gibt's halt, kann man auch direkt für Nebentypen hier annehmen. Am einfachsten ist es halt über J, weil die steht einfach hier unten drin. Und diese Drohnen, die können wir jetzt auch ewig farmen. Also wenn ihr da mal genug Zeit habt, könnt ihr die natürlich auch farmen wie ein großer. Und wie man sieht, bekommt man auch alleine durch die Drohnen 4-6 Mondsteinknospen und halt nur so einen gewöhnlichen Hongmoon-Erfahrungstalisman. Aber... wie gesagt, das kann man dann machen, wenn man möchte. Okay, man könnte sie jetzt auch wieder zurücksetzen, solche Dailies, wenn man so einen Zurücksetzestein hätte. Ich glaube, warte mal, jetzt wir gucken kurz in F10, ob sie noch kostenlos gibt. Mal hier in die Hongmoon-Münzen rein. Oh, warte, das Weihnachtsfest gibt es sogar kostenlos gerade.
Das nehmen wir natürlich mit. Alles, was kostenlos ist, nehmen wir natürlich mit. Das ist natürlich klar. Münze, das Schicksal, nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir die kriegen. Ja, siehst du, nehmen wir alles mit. Alles, was kostenlos ist, einfach mal mitnehmen. Deshalb ab und zu mal auch hier in dieses F10 reingucken. Einfach immer unter die Hongmun-Mützen und alles, wo da 0 steht, einfach mal draufklicken und gucken, ob man das bekommt. Ah, genau, hier ist Fabelist Zurücksetzen des Mondscheins. Kriegt man sogar auch kostenlos. Und das heißt, in dem Fall könnten wir jetzt sogar diese Mondstein-Nachtstraum zurücksetzen. Oder? Da brauchen wir dann eine andere. Ach, das Zurücksetzen des Mondsteins, das ist hier eine andere. Was haben wir denn für eine bekommen? Achso, wir haben ja. Moment, wir haben sie noch hier drin. Oh, wir haben sogar 16 Stück davon. Oha. Also wir könnten die auf jeden Fall zurücksetzen und könnten das jetzt nochmal machen. Aber machen wir jetzt natürlich nicht nochmal. Und wir haben hier wieder 5 Dinger bekommen. Und die hauen wir mal einfach mal da rein. Hongmunchi. So. Und die auch weg. Und aufgeteilt. Haben wir hier eigentlich schon irgendwas, wo wir noch machen könnten? Ich glaube nicht, oder? Naja, hier haben wir noch keine verbleibenden Punkte. Okay. Ja, wie gesagt, dann habt ihr jetzt hier auch mal gesehen, wie man am besten hier diese Daphnas Alpha-Quest macht. Am besten, wie gesagt, zusammen mit dieser Daily, damit man halt so ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Ganzen. Und das war, wie gesagt, früher auch mal eine Daily-Quest. Und deshalb waren hier auch immer relativ viele unterwegs und haben das so gemacht. Und halt hier gefarmt wie die Großen. Mittlerweile, wie gesagt, da sie es aus den Daily-Sets rausgenommen haben, geht natürlich auch nicht mehr so viel los wie sonst. Hatten wir jetzt sonst noch irgendwas offen? Ich glaube aber nicht. Wie gesagt, Daphnas Eifer kann man ja jetzt ewig machen, so lange wie man eben möchte. Ja. Deshalb brauchen wir das jetzt nicht nochmal. Ich würde ja gerne das hier machen, aber dafür bräuchten wir den Markt. Ich kann jetzt zufällig nochmal testen, ob er mittlerweile da ist, aber ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen. Oder? Nein. War noch nicht da. Er funktioniert immer noch nicht. Okay. Gucken wir nochmal kurz einfach nochmal ins Lager, was wir da noch wieder irgendwas einlagern können. Ja, hauen wir auch mal rein. Das hauen wir mal mit rein. Wieder nicht mal da, weil sonst verraffe ich das nicht wieder einzulösen. Mich doch, ich verraff das nämlich immer, wenn Sachen da sind, die nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt einlösbar sind. Die vergesse ich nämlich immer gerne. Ja, und bis hier halt, oh, und unser. Ne, jetzt habe ich schon gedacht, das sah jetzt so leer aus. Ne, auch 69. Und solange ihr halt da noch nicht dieses Spitzen vielleicht erreicht habt, macht es vielleicht Sinn, hier diesen Erfahrungstalisman zu benutzen oder zu farmen. Dann könnt ihr jeden Tag ja mal machen. Oder ihr macht halt, wie gesagt, Dungeon-Laufe oder die Dailies halt durch. Und da kommt ihr automatisch auch, bekommt ihr auch EP und könnt hier leveln. Aber wenn ihr es halt so machen wollt, geht das natürlich auch. Und ansonsten, wenn ihr dann mal drüber seid über dieses Hongmun 14, dann funktionieren diese Talismane hier in der Mondstein. Zuflucht ja eh nicht mehr, habt ihr ja gesehen, geht ja nur mit Hongmun 14 und dann benutzt ihr halt diese normalen, also diese hervorragenden, die stehen ja bis Hongmun 39 dann gültig. Die könnt ihr denn da sozusagen danach verwenden. Also so würde ich es machen, oder so habe ich es auch sonst immer gemacht, aber wie gesagt, das ist ja wieder jedem selber überlassen, wie er das dann machen möchte oder auch macht. Aber hier vielleicht nur mal als Info halt für euch. Ansonsten hätte ich gesagt, war's das für heute. Weil ansonsten haben wir hier gerade nichts mehr, bis auf den schlafenden Drachen. Den Windwandel können wir gerade nicht machen. Die Orangen will ich mit Geschichte machen. Das heißt, die jetzt anzufangen, das wäre ein bisschen Eichgras. Das Einzige wäre halt, das nochmal zu machen, aber das hatten wir ja schon mal gesehen, wie das funktioniert. Das heißt, das will ich jetzt auch nicht doppelt und dreifach machen. Von daher wäre es das von meiner Seite für heute. Ich bedanke mich ansonsten für alle, die jetzt wieder mal da waren, im Lurky waren, vorbeigeguckt haben, eventuell ein Follow sogar da gelassen haben. Ich habe jetzt zwar keine mitbekommen, aber man weiß ja nie. Man übersieht auch mal leicht was. Ja,
wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Nacht, träumt was Schönes, habt einen guten Tag morgen und einen schönen Donnerstag. Dann will eine schöne Restwoche, falls man sich nicht mehr sieht. Ja, und eventuell sieht man sich am, ja, im Laufe der Woche nochmal, falls ich da nochmal halt doch anfangen sollte. Mit den orangenen Quests und streame da nochmal. Ansonsten die Folge, wie gesagt, gibt es dann auch wieder auf YouTube zu sehen, falls einer erst später eingeschaltet hat oder ja, überhaupt nochmal die gesamte Folge sehen möchte. Wie gesagt, die Twitch-Folgen lade ich nochmal auch auf YouTube hoch. Von daher einfach am nächsten Tag oder den darauffolgenden Tag, also 2 Tage später, mal reingucken auf YouTube. Dann sollte normalerweise die Folge dann schon oben sein. Und dann könnt ihr die da auch nochmal in Ruhe gucken. Falls ihr nochmal irgendwas nachgucken wollt oder was oder wie, wo, was war. Ja. Wie gesagt, ansonsten habt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Man sieht sich und ciao mit auch. Jack it up.